möchte ich das sehr gerne, dass wir das jetzt und hier machen. Und ja, ich gucke mal, ob ich gleich die Kamera mitnehmen kann. Ich glaube, der Carlos kommt, der ist nämlich gerade unten. Der kommt gleich da von dieser Tür rein. Und dann muss ich... Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte heute den Carlos überraschen. Das hatte ich euch in Deutschland erzählt, dass ich ihn überraschen möchte. Ich habe allerdings noch nicht, was ich genau vorhabe. Und zwar, ich habe meinen alten Ehering dabei. Vielleicht wissen das manche von euch. Ich habe, als wir im Urlaub waren in Portugal, ich meine, das ist jetzt auch schon bestimmt 6 Jahre her, ich weiß es gar nicht, oder vielleicht auch noch gar nicht so lange her. Auf jeden Fall hat der Carlos seinen Ehering am Strand verloren. Und ja, er war futsch und wir haben den auch nicht mehr wiedergefunden, wie denn auch. Auf jeden Fall, meine Idee ist es, diesen einen Ring gegen 2 neue einzutauschen. Und ich habe jetzt einen Laden rausgesucht, beziehungsweise 2. Da wollen wir jetzt gleich hin. Carlos weiß noch von gar nichts. Und ich hoffe einfach, dass er sich übelst freut, einfach 2 gleiche Ringe, simpel, nichts Besonderes, sollte Gold sein. Und sonst habe ich jetzt aber auch keine großen Wünsche. Ja, meinen Ring habe ich dabei. Ich hatte so Angst, dass ich ihn in Deutschland vergesse. Aber nein, ich habe ihn dabei. Und ich weiß, dass der Carlos sich auf jeden Fall freuen wird, weil er das schon öfters gesagt hat, ob wir den uns nicht neue Ringe holen. Und ich meinte auch, nö, und so ist doch nicht dasselbe. Aber weil es hier was Besonderes ist und doch irgendwie vielleicht demnächst ein Neuanfang wird, ja, möchte ich das sehr gerne, dass wir das jetzt und hier machen. Und ja, ich gucke mal, ob ich gleich die Kamera mitnehmen kann. Ich glaube, der Carlos kommt, der ist nämlich gerade unten. Der kommt gleich da von dieser Tür rein. Und dann muss ich. Darf ich nicht mehr erzählen? Hey Dario, was möchtest du nur noch? Ja, danach gehen wir noch später schön lecker essen. Aber ich glaube, da nehme ich die Kamera nicht mehr mit. Dann möchte ich heute einfach mit dem Carlos alleine sein und ohne Kamera. Der ist jetzt da. Ich würde mich dann gleich, wenn ich vor Ort bin. Ja. Ja. Wir sind schon da. Caritas. Weißt du Scheiß? Ja. Du vor sich hin. Schaut mal, da habe ich meinen Ring. Ja. Mit Gravierung. Ach, der Fokus ist nicht so. Ich habe gesehen, hier unten sind schon so welche identische. Mal schauen, was wir so Tolles finden. Man sah so kleine Stücke, weißt du, das sind bestimmt irgendwie. Schaut mal, da hinten, da ist die andere Insel. Krass, ne? Das ist so wunderschön. Ich erzähle euch gleich, wie es war. Wir sind gerade wieder unterwegs, wir sind ja ständig unterwegs. Ne? Ist auch schon ein bisschen, wie sagt man, nicht anstrengend. Eine Herausforderung, so die Kamera dabei zu haben ständig. Manchmal sind wir so in unseren Ding drin. Man hat ja viel mehr gesehen als gefilmt. Ja, leider ja, ne? Und mehr als das Doppelte wahrscheinlich. Ja, viel mehr. Carlitos ist am Tanken. Sag's du? Ich hab's eingegeben, ist genau das gleiche. Da ist sogar mit Bildchen. Ah. Und finde ich nicht. Gucken wir gleich zusammen. Hä? Ich habe das gerade geguckt bei meinem Handy bei Google. Okay. Suchen nämlich eine Adresse, wir wollten noch irgendwo hin. Carlitos. Ich bin wieder zu Hause. Warte auf Carlos. Da ist er. Setz dich zu mir. Wieso so weiß? Boah, aber echt? Wieso? Gerade lachen. Na, weißen Wand oder was? Sollte man da nicht eher braun aussehen? So blass, ne? Irgendwie schon. Keine Ahnung warum. Egal. Aber du ja auch ein bisschen weißer als sonst im Gesicht. Ja. Helligkeit. Wahrscheinlich. Ist das ganz nah? Ich nutze kurze Arme. Und, wie hat es dir gefallen? Ja, leider ging es ja nicht. Nee, aber ich meine die allgemein, die Überraschung. Ach so, ja, das war wollen wir erstmal von Anfang an empfehlen. Hast du damit gerechnet? Nee, muss ich sagen, also gar nicht. Gar nicht? Ich habe wirklich gar nicht damit gerechnet. Hat er dem Carlos nämlich schon am Tag 1 gesagt, ich möchte... Was essen oder sowas oder irgendwas.
Ja, ich hatte am Tag eigentlich schon gesagt, ich möchte was, hab was geplant und da warst du erstmal neugierig, wohin und dies und das, wie immer. Ja, das hatte ich jetzt nicht erwartet. Ich hatte das zu Hause eingepackt. Ihr wart ja dabei, ne? Ja, im Portemonnaie habe ich das gemacht mit Klopapier und ich hatte echt Panik, dass gerade du zum Beispiel da dran gehst an mein Portemonnaie und dann machst du es noch im Müll oder so, denkst, das ist Oh Müll. Mann, ja, Dann ein Stück stimmt, das hätte man Klopapier, ja dachte ich, echt. ja, keine Ahnung, wenn Kaugummi drin oder so, Ja. weiß. Hätte echt Das passieren wäre schon können. mies. Genau, also ja, kurz zu der Geschichte. Wir waren in Portugal, ja, am Strand, Ach so, ja. Urlaub, nur Da damit gibt ihr es auch ein wisst, was so Video, ne? passiert ist. Da gibt es auch ein Video zu, Ja. genau, weil viele gefragt haben, ob wir uns getrennt haben zu der Zeit, weil ich meinen Ring hatte und er eben keins mehr plötzlich. Und nein, haben wir uns nicht. Er hat seinen Ring einfach verloren am Ja. Strand. Ja, war ja nicht extra, Da ne? war der Giano noch klein, war doch mit Giano, Stimmt, oder? Da ja. hatte er den auf dem Arm und Ja. irgendwie. Ja, wir waren am Wasser, so war das. Und da kam eine Welle. Ich hatte ihn zwar in der Hand und so, ne, aber da Nicht an kam der halt Hand, du hast ihn oder am so. Finger, am, ne, Nee, du ich hatte hast ihn ihn an. so am Ach so, Halten. ich meine Ach so, den den Ring. Ring, ja, ich hatte ihn am Finger, aber ich hatte Giano so am Halten. Und dann kam eine Welle und der ist so ein bisschen runtergegangen. Und bin dann so runter mit meinen Händen in dem Moment, weil die Hände ja im Meer so dünner werden, ne, wenn du so im Wasser und sowas bist. Und in dem Moment Okay. ist der dann runtergerutscht, ne? Als er mir Ich das habe irgendwann erzählt hat, gemerkt, ne, habe oh. ich zu ihm gesagt, ist vorbei. Ja. Ich Scheiße, war auch wir waren auf sauer. dem Weg Für zum mich war Auto, das, ne? weil das für mich war das was Besonderes Ja, und klar, für aber. mich, er war, er hat direkt gesagt, also noch zu der Zeit, dann noch im Urlaub, haben wir uns nach neue geschaut Stimmt, da haben und wir ich mal habe zu ihm gesagt, geguckt. nein, will ich nicht, es ist nicht dasselbe und bla Ja. bla bla. Und seit diesem einen Tag, als wir dann wieder zurück in Deutschland waren, habe ich meinen auch abgesetzt und Ab und dann, an trägst du den mal, ne, aber ja, aber nicht mehr eigentlich täglich. nur. Ab und an, also. Ja, weil du keins hast. Du hast mich Ja, einfach weggeworfen. es war ja nicht extra, ne? Muss So, man sagen. und ich dachte jetzt so auf Madeira und so, wäre das vielleicht doch was Besonderes, wenn wir diesen eintauschen würden, weil Genau. tragen will ich den eigentlich nicht mehr. Und dann einfach zwei neue, muss auch jetzt nichts Teures sein, auch kann auch ruhig was Simples, also dünner, muss auch kein Ja. Steinchen haben, bin da jetzt nicht irgendwie, ne? Ja. Das war so die Aber klar, Idee. da würde man, glaube ich, schon besseres, also schöneres. Ich finde das Gold in Portugal auch schöner Ja, irgendwie, das ne? stimmt. Aber Dann mal abgesehen irgendwie. davon, das war gar nicht so jetzt mein Plan, irgendwie Geld dafür auszugeben. Ne? Jetzt waren wir ja, habe ich ihn überrascht. Ich hatte was Genau. rausgesucht, dann sind wir da hingegangen und ja, war überrascht. Und ja, als er es gesehen hat, wusste bestimmt, was Sache ist, oder? Ja. Ja, wusstest du dann? Ja, wo wir dann da drin waren. Oder was Ja, meinst du, dass ich da drin eigentlich. ist? Ja, Ja, dann als du ja. gesehen Habe ich hast, mir okay, gedacht, Gold. Ja, dann habe ich es mir natürlich gedacht. Und dann habe ich halt gesagt, aber wusstest du, dass ich auch meinen dabei habe? Hast du damit Nee, das wusste gerechnet? ich nicht zum Beispiel. Nee, das hatte ich jetzt nicht so Mm, im. genau, ich hatte meins dabei und ich wollte meins da haben. Und die Frau, damit habe ich gar nicht gerechnet, ne? Sie sagte, wir Die kaufen müssen, nicht, ne? genau, diese, sie Die kauft kaufen nicht an, nicht, aber aber da es hätten wir gab was andere, anderes. Sie hat uns ja. da auch was empfohlen sogar. Genau. Aber wenn wir bei ihr kaufen würden, oder ja, Genau. also, ne? Wenn wir bei ihr kaufen, dann müssten wir um die 4 Wochen warten. Sie hatte welche da, aber es war wohl einfach nur Muster Muster. sozusagen, die kann man nicht kaufen, ne? Die verkauft sie nicht, weil ich hätte auch die genommen, aber sie sagt, nein, verkauft sie nicht. Ja. Und das war irgendwie so ein Schlag in die Fresse, weil so viel Zeit haben wir jetzt Ja, nicht das mehr. ist zu viel. Das klappt nicht. Das Ja. klappt einfach nicht. Und ja, Wird er wahrscheinlich sagt, jetzt so er auf die meint jetzt, Schnelle. er meint, wir könnten, was hast du gesagt? Können das in Deutschland machen oder so, aber es ist halt nicht dasselbe. Ja. Für mich wäre es irgendwie in dem Moment was Besonderes, weil für mich ist Madeira doch irgendwie, ja, was Besonderes und ich hätte mich gefreut, dass mein Ring hier bleiben würde und wir neue mitnehmen würden. Ja. Hätte für mich eine Bedeutung, sagen wir mal so. Also dieser Ring hätte wieder eine neue Bedeutung, ja. Und deswegen hab ich mir das auch so gewünscht. Genau. Ja. Vielleicht beim nächsten Mal oder woanders. Nein. Ja, Nein. ich meine auf jeden Fall irgendwo in Portugal irgendwo. Wir sehen aus wie eine Mal Milchschnitte. gucken. Ja, Ich müsste aber noch mal echt was neben dich. Hübsches irgendwie. Sehr hell. Braun, weiß, braun. Dann Ja. wird's alles erklärt.
alles erklärt, alles geklärt. Mehr war da nicht, ne? Nee, waren ja danach noch ein bisschen unterwegs, aber... Genau. Ich geh mal nochmal zu den Kindern, ne? Ja, ganz ruhig rum. Ich wollte auch nicht länger quatschen. Ich wollte euch nur mal eben erzählen, wie es denn jetzt da gelaufen ist, ne? Irgendwie, dass es ein bisschen länger dauert, okay. Aber dass es jetzt 4 Wochen lang dauert, das war dann doch irgendwie überraschend für mich, ne? Aber gut, es ist, wie es ist. Und mein Ring, den habe ich noch. Genau, weil sie den ja nicht ankauft. Sonst hätte ich gesagt, okay, dann lassen wir trotzdem meinen Ring hier. Dann wenigstens das, ne? Dann ist mein Ring eben auf Madeira geblieben. Ja, hätte ich mir so schon gewünscht. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Abgeben können wir den ja immer noch. Aber nicht mehr viel Zeit. Denn ich glaube, ich würde schon fast behaupten, dass das letzte Video ist. Denn ich habe nicht vor, dass wir morgen filmen. Und dann geht's auch schon nach Hause. Deswegen, ich glaube, ich wollte mir jetzt auch nicht noch Stress machen. Und auch mit Koffer packen und sowas. Ich glaube, das ist total langweilig für euch. Ich glaube, das mache ich gar nicht. Ich glaube, ich melde mich tatsächlich erst wieder, wenn ich dann wieder in Deutschland bin. Muss ich jetzt mal gucken, spontan. Aber ich glaube, ja. So, ihr Lieben, ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann morgen um 10 Uhr wieder. Tschüss.